앞으로도 뭐 이런 경험이 우리 친구들한테 뭐 좀 더 발전된 선수로서 성장하는데 많이 도움이 될 것 같다. Ich finde sehr gut, weil hatten die beide Mannschaft Vollgas gegeben auf dem Platz und sehr hoch Niveau ausgegeben und immer jede Situation, Ball, Oberung, so Zweikampf. Ja, das ist ganz richtiger Fußball und für Jungs, die beide Mannschaft, gute Erfahrung. Und deswegen wollte ich weiter helfen, diese Junge. 좋은 선수들과 같이 경쟁을 함으로써 좀 더 성장하는 모습을 볼 수 있는 그런 기대감을 가지고 왔습니다. Ja, unsere Ziel ist immer für Spieler, junge Spieler natürlich. Ja, wir haben geben eine Chance für zu Erfahrung zu sammeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Dieses Jahrgang, seit zwei Jahren hatten wir von KFA, Koreanische Fußballverband, diese Erfahrung und investiert geworden. Das heißt, nächstes Jahr, wir haben natürlich in Asien eine U18 Weltmeisterschaft Qualität, Qualifikation. Das heißt, wir müssen bereiten, wie genau, wie richtige Richtung und wie können wir noch weiter entwickeln. Natürlich in Asien noch entwickelt werden, aber trotzdem haben wir, wollten wir natürlich gegen europäische Mannschaften. Ne? Das heißt, deswegen wollten wir in Deutschland sehr gute Junge immer und Hochniveau und Spitzenniveau und aus anderen Ländern auch in Deutschland gespielt geworden. Das heißt, wir müssen dadurch das Erfahrung zusammen. 도전정신으로 애들하고 같이 준비할 생각입니다. Ja, wir haben noch erste FC Köln und Borussia Mönchengladbach und letztes Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Das heißt, in der Bundesliga, erste A-Jugend-Bundesliga und wir hatten auch gegen Eintracht Frankfurt U19. Ja, wie immer, nach vorne immer, vorwärts. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.